Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. In diesem Video stelle ich euch den Poncho vor von Phantom Leaf, den Python G2. Der ist Z3 für Hochwuchs und was der alles kann und drauf hat, das erfahrt ihr hier in diesem Video. Der Poncho wiegt ohne Blattimitat und ohne Schnüre 645 Gramm. Mit den Blättern, die ich da dran habe, wiegt er ungefähr 1,3 Kilogramm. Das Material besteht aus widerstandsfähigem Polyester. Es ist leicht, es reflektiert nicht, es schützt vor Insekten, es ist geräuscharm und es hat eine geringe Wasseraufnahme. Was mir besonders gut gefällt an diesem Poncho ist der dreieckige Schnitt. Hier sind die Arme und die Handflächen gleich mitgetarnt. So kann ich mich frei bewegen, ohne dass der Poncho hin und her rutscht. Am Ende vom Poncho haben wir eine Handschlaufe. Dort lässt sich ganz einfach die Hand durchführen. Und hier oben befindet sich ein Kordelzug, womit wir den mittleren Finger befestigen können. Somit haben wir dann die Hand mit dem Poncho fixiert. Der Poncho hat hier vorne eine Kapuze. Hier befindet sich ein Metallbügel drin, der sich individuell an die Kopfform anpassen kann. So, hinten haben wir nochmal einen Kordelzug. Das heißt, wir können auch hier das alles schön eng am Kopf befestigen. Es befindet sich hier zusätzlich einen Tarnschleier im rückwärtigen Bereich, im Nackenbereich. Den können wir ganz einfach rausziehen und damit unser Gesicht tarnen. Der Tarnschleier tarnt das Gesicht, schützt vor Insekten und tarnt zusätzliche Ausrüstung. Bei einer Körpergröße von ungefähr 1,65 Meter gelangt der Poncho fast bis zum Fußboden. Hier besteht Stolpergefahr, aber dieses Problem lässt sich schnell lösen, denn im Poncho befinden sich einige Knöpfe, womit man das vordere und das hintere Ende hochknüpfen kann. Achtung, der Poncho wird nach innen eingeknöpft, nicht nach außen, damit die Tarnwirkung erhalten bleibt. Und jetzt seht ihr den Poncho mal in Aktion. Man kann den Poncho auch zur Tarnung von Ausrüstungsgegenständen verwenden. Zum Beispiel den mitgeführten Rucksack. Wir schmeißen ihn ganz einfach auf, verteilen ihn so ein bisschen und wir können ihn dann mit den umliegenden natürlichen Tarnmitteln zusätzlich nochmal tarnen. Von Weitem fällt das gar nicht auf, dass dort ein Rucksack drunter liegt. Um den Poncho wieder zu verstauen, können wir das Ganze einfach in die Kapuze stecken und somit komprimieren. So groß ist er dann ungefähr und lässt sich ganz einfach in einem kleinen Rucksack verstauen. Wenn wir ihn brauchen, wie gesagt, halten wir einfach die Kapuze fest und schmeißen ihn einmal aus. Der Poncho ist universal groß und passt somit über jede Körperform und Größe. Der Phantom Leaf Poncho kommt ohne Schnüre und ohne Blattimitate. Diese sind aber im Shop zusätzlich zu kaufen. An dem Poncho habe ich diese drei Schnüre befestigt. Auch was Blattimitate angeht, gibt es eine riesen Auswahl, denn es gibt für jede Zone dementsprechend Farben. Der Poncho hat viele Laschen, um die Schnüre und die Blattimitate zu befestigen.
aber auch natürliche Materialien kann man hier reinflechten. Die Blätter habe ich zum Beispiel mit einem Knoten befestigt. Hier ist darauf zu achten, dass man die Farben einhält. Grün auf grünen Hintergrund, braun auf braun und schwarz auf schwarz. Man kann den Poncho auch komplett aufknüpfen und daraus ein Tarp erstellen. Aber man kann auch zwei Ponchos ineinander verknüpfen und somit einen längeren Sichtschutz erstellen. Dieser Sichtschutz bietet für Wildtierfotografen die optimale Deckung. Die Ponchos dienen nur zur Tarnung. Sie sind nicht wasserdicht. Phantom Leaf wurde ursprünglich für das Militär und die Behörden entwickelt. Aber diese zivile Version macht es einen auch fast unmöglich, jemanden zu entdecken. Das liegt an der Struktur, die Phantom Leaf entwickelt hat. Es gibt eine Vielzahl an Farbschema für unterschiedliche Einsatzgebiete. Schaut gerne mal bei Phantom Leaf vorbei. Denn es gibt so viel Ausrüstung, die sich individuell nach euren Bedürfnissen anpassen lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Über ein Like würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!